So, Freunde. Ich hätte mich auch vorher mal aushusten können. Weiter geht's hier in dem Eiskristallpalast oder wie das auch immer hieß. Wir sind gerade dabei, einen Schneeleoparden zurückzubringen. Der jetzt, glaube ich, an allen Stellen, die es hier gibt, einen Fisch gesnackt hat. Von daher hoffe ich jetzt, dass er... Ach, er folgt mir jetzt. Ja, okay, okay, okay. Gehe einfach mal zurück und hoffe, dass er mir auch... Ja, ich bleibe lieber ab und zu mal stehen. Wo irgendein Blödsinn passiert, ne, boah. So, hab deinen Brudi gefunden. Du hast George gefunden. Ich bin so froh, dass es ihm gut geht. Von jetzt an werde ich besser auf ihn aufpassen. Ich habe nur dieses runde, glänzende Ding, das ich beim Angeln gefangen habe. Du kannst es haben, wenn du willst. Nee, will ich nicht. Ich mir die Kugel. Alter, voll süß. Süßes Viech, gefällt mir. Okay. Das war... Miau. Folgt ihr mir immer noch? Wäre witzig. Nee. Aber man hört ihn einfach über die ganze Map. Habe ich nichts gegen. So. Dann jetzt nächste Station da unten. Ich habe ja jetzt alle... Oh Gott. Dürfte jetzt genug Gegner haben. 20 von 38. Und erstmal gucken, wie das hier aussieht. Also was ich jetzt genau tun muss. Wahrscheinlich muss ich alle killen. Aber das Problem ist so ein bisschen... dass das gar nicht so leicht ist. In einer Runde. Ja. Da hervorragend funktioniert. Geil drauf gerade, welchen Schwierigkeitsgrad das hat. Ah, scheiße, ich bin abgeholt vom Stick. Ah, ja, okay. Ah, hey, sind noch Edelsteine. Ich versuch's nochmal, ne? Ich hoffe, das ist klar. Also, ich hoffe, ich komme jetzt einfach wieder weg. Sonst ein kleines Problem. Ich komme nicht wieder weg, ne? Ah, yeah. Ah, diese invertierte Steuerung ist manchmal komisch. Okay. Versuchen wir es doch einfach nochmal. Dann muss ich nochmal mit ihm reden, ja. Nee, ne? Oh ja, doch. Du musst sie alle schnell fangen. Welche überleben, vermehren sie sich weiter. Ich hätte vielleicht... Ja, egal. Ich hätte vielleicht aussprechen sollen. Irgendwie war ich gerade so... Mein Gedanke gerade so, ja, wir haben es ja schon gehört, aber das stimmt natürlich gar nicht. War das noch einer? Oh Gott, ich hoffe nicht. Das fühlt sich immer ganz gut wieder auf, wenn ich tatsächlich... Ach, ficken, ey. Ja. Wenn ich Gegner treffe. Oh Gott! Das ist ja furchtbar. Alle wieder da. Ich weiß nicht, ob ich immer wieder... Ah, vergiss nicht, du musst ja alle schnell fangen. Ja, ja, ja. Schwierigkeitsgrad 4. Ich finde das sau schwer. Wie jetzt sind keine da? Was ist das denn? Ah, okay. Du hast uns alle vor einem grausigen Schicksal bewahrt. Nimm bitte diese Kugel als Zeichen unserer Dankbarkeit. Mhm. So, beide Kugeln haben wir auf jeden Fall. Schön. Hatte ich jetzt auch alle Edelsteine? Nee. Sechs Stück fehlen. Die können natürlich wieder mal überall sein. Die kommen wieder raus aus dem Becken. Boah, wieso habe ich eigentlich jetzt wieder seit ein paar Tagen ab und zu so ein Kratzenmalz? Doch Long-Covid? Gar keinen Bock, Alter. Na gut, ab und zu mal ein bisschen Kratzenmalz ist besser als, weiß ich nicht, Tod, Verderben, eiserne Lunge. Oh, okay. Oh, okay. Ich habe aber auch immer ein Glück, ey. Mir fehlen immer 4, 5 Stück und dann finde ich die immer sofort. Gefällt mir.
Okay, geil. Dann haben wir jetzt die Welt schon komplett abgeschlossen. Die ist ein bisschen doof, weil ich jetzt eigentlich jetzt gerade die letzte Folge ist, die ich gerade aufnehmen will. Und ich ja ungern eigentlich immer in eine Welt gerne, also ungern in eine Welt reinschaue. Weil ich ja dann beim nächsten Mal alles nochmal neu machen muss, zumindest die Gegner. Aber naja, dann machen wir das heute halt mal. Dann machen wir das heute halt mal. Warte mal, hier geht das nicht lang. Hier war das, ne? Genau. Ich will ja auch den regulären Ausgang nehmen, ne? Ein Versprechen, was ich euch gab. Moin, Brudi. Das kann dann... ich würde schon sagen. Das kann dann gerne immer so schnell laufen jetzt mit den Welten. Rückkehr nach Herbstfeld. Wir gerade mal gucken ins Handbuch, in den Handjob. Zum einen, oh, das war tatsächlich die zweite Welt. Ja, schön, Herbstfeld selbst. Ja, stimmt, da fehlt ja immer noch die Kugel, was komisch ist. Aber Welt 1 hier, zack, Alter, so muss das aussehen. Theoretisch natürlich noch Körperpunkte, aber mal gucken. Mal gucken, wie es damit läuft. Ja. Dann schauen wir jetzt nochmal in die Welt rein, hier würde ich sagen. Skelos Einöde. Aber ja, wenn die Welten halt so schnell gehen, dann ist ja nicht so schlimm, dass sie so viele Welten sind. Weh. Für den Wario gemacht. Wah. Oh Gott, irgendwas muss ich mit dieser Kugel machen, ich sehe schon. Was erzählst du mir, Brudi? Hey, Drache. Ich habe gehört, dass du ziemlich hart bist. Ich habe mit meinem Cousin Blub gewettet, dass du es nicht durch die Skelos-Einöde schaffst, ohne dich zu verbrennen. Alter, Leute, Gronkh. Es ist Gronkh. Ich liebe dich. Okay. Das wollte ich jetzt so nicht, aber... Okay, I guess. Was muss ich jetzt damit machen? Ist das so optional, oder muss ich damit jetzt irgendwie... Ich meine, ich kann die Düben abknallen. Vielleicht, aber die kann ich wahrscheinlich auch... Das juckt die nicht. Okay. Dann muss ich die vielleicht damit abknallen. Ja, voll ätzend, Alter. Okay, tatsächlich. Das ist natürlich ein bisschen belastotastisch, aber ist okay. Dann werde ich die jetzt einfach ein bisschen ignorieren, die Gegner. Weil ich hier eben beim nächsten Mal nochmal neu machen muss. Sagt er und tötet den Gegner. Oh, die Welt sieht aber schon etwas größer aus, auf jeden Fall. Aber schon mal einen Überblick hier ein bisschen verschaffen, ne? Schon mal ein bisschen Sachen sammeln. Nicht verkehrt. Sage ich mal ganz gelinde. Kann ich hiermit irgendwas machen? Das ist so sass hier. Dann muss ich sowas auch abknallen. Nö. Okay. Dann nicht. Juhu. Geht, Brudi. Autsch. Wir haben uns gegenseitig getroffen. Aber du bist tot. Ich habe einen Sparks. Was hast du? Oh. Dich habe ich gesehen. Ah, guck mal, hier ist mal wieder so eine Kiste. Stimmt, gab es im letzten Level gar nicht, ne? Vielleicht muss ich noch damit abknallen. Den Kiste. Könnte sogar echt sein, ne? Kamera nicht so störrisch wäre. Ja, das war hervorragend. Ja, vielleicht doch nicht. Wo komme ich denn da oben hin? Von ganz außen scheinbar. Moin, Kollege. Autsch!
Ja. Oh. Hm, ja, muss ich wohl doch mal abknallen. Weil ich es gerne mal versuchen würde mit der Kiste da oben. Halt stand die einfach nur doof und er hat irgendwas anvisiert oder so. Aber wahrscheinlich muss ich irgendwas von da oben holen. Ja, okay. Was geht denn bei dir? Spyro, unser Dorf wird von den Lava-Echsen überfallen. Kannst du sie verjagen, bevor sie meine Freunde fressen? Ich mache die Brücke niedriger, damit du rüberkommst. Mhm, Brücke überqueren, Dorf Mona rennen. Rennen, Alter, die ist aber geflogen, die Brücke. Das war richtig Animation, Freunde. Den kann ich auch lang, aber komm, ich gehe mal hier lang erstmal. Dann kann ich das vielleicht hier schon mal machen, dann kann ich das beim nächsten Mal ignorieren oder so. Oha. Oh, Junge. Nicht meine Freunde fressen. Oh. Oh. Ich muss schnell genug sein, okay. Jetzt, ich dachte, ich hätte ein Leben verloren, Alter. Wäre mal 10 von 10 übel gewesen. Oh, ich glaube, ich habe gerade irgendwo... Hilfe, wo kommen die überall? Komm überall her! Ich sehe das nicht so gut. Der letzte, da hinten. Alter, das war der letzte, Alter. Gut gemacht, Grashüpfer. Nimm dieses glänzende Ding, das wir gefunden haben, um dir bei der Reise zu helfen. Danke, Mann. Klumpi, Alter. Dumpi, du Lumpi. Haha, Lupenreiner. Ah, Arsch. Oh, oh. Sieht so aus, als fallen noch mehr Echseneier herunter. Bist du bereit für eine weitere Herausforderung? Nein. Warte, gleich sofort, nachdem ich... nicht genießt habe. Mann! Dürfen wir nur noch mal retten. Schwierigkeit 5. Oh Gott, zwei eben schon. Baba. Baba is you. Na gut. Versuchen wir es mal. Das kann ja vielleicht so ein bisschen der Rest der Folge sein, weil wie gesagt, weitergehen lohnt sich eh nicht. Dann habe ich hier wenigstens bald fertig. Die haben mich nicht erwischt. Hilfe! Ja, okay. Ja, komm, erspar mir die Cutscene. Geht nicht, kann sie nicht skippen. Doch, mit Start kann ich skippen. Okay, komm. Wir haben einfach keine Zeit. Wieso läufst du da jetzt so kackerlang, Alter? Du Hurenbockmann. Hurenbockmann. Was ist dein Name? Komm schon irgendwo. Ja, okay, er hat geschafft. Scheiße. Ah, gut, dass ich das mit Start zum Glück skippen kann. Ach, ficken, Alter. Mann, der ist wieder schneller hier. Du Schwanz, Mann. Ah. Alles okay. Es ist okay. So viel schwerer als das eben finde ich es eigentlich gar nicht. Warten halt nicht, ne? Ja! Ja, okay. Hallo? Hallo? Würde ich euch wohl erwischen lassen? Ich habe den bestimmt dreimal gebrutzelt. Was ist das denn? Dagegen kann ich natürlich auch nichts tun, ne? Das Spiel aber 10 von 10 random gerade ist. Hab ich ihn erwischt? Keine Ahnung. Oh, da hinten, Alter. Ah, oh. Ja, okay. Keine Ahnung, wo der gerade erwischt wurde. Ja, das ist schon mal ein richtig beschissener Start jetzt. Ja, komm. Press ihn auf. Oder sie, oder was auch immer. Ist ja pink. Spring, du Schwanz! Was war das denn? Wasser wird nicht springen. Ja, wir haben komplett runtergeheedelt, Mann. Nee! Oh, okay. Was war das denn jetzt?
Okay, ich hoffe, das ist... Ja. So, ich hoffe, das ist immer noch Spiel 2 hier. Boah, die Steuerung ist manchmal so genau wie mein Arschloch, Alter. Ich hasse es. Mann. Boah, so ein guter Versuch eben, ne? Spring, du Schwanzgesicht, Alter. Boah, manchmal hasse ich Spyro einfach, ne? Boah, so motherfucking lange zum Springen. Unfassbar. Oh, ja, komm. Ja, manchmal von der Steuerung einfach hardcore verwirrt. Drücke aber falsche Tasten permanent. Ja, bitte. Jetzt hat er mich gekockblockt hier. Was war das denn? Ja, hinten. Oh Mann. Irgendwo, ich weiß nicht mal, wo der ist. Ich sehe ihn halt nicht. Boah, du Schwanz! Mann! Jetzt spring. Ah! So verliert man auch Leben auf jeden Fall. Ja, wenn den Game Over Screen wahrscheinlich doch irgendwann sehen. Ja. Ich darf mal einmal gegen die Kante laufen, dann kann ich es eigentlich schon vergessen. Ja, vor allem wenn der Typ sich nicht treffen lässt. Ja, so muss ich das dann machen. Zack, und dann den da hinten. Theoretisch hat der echt lange Zeit, aber nee. Ich muss ihn halt direkt erwischen. Alles andere. Lass dich doch treffen, Mann! Was war denn das jetzt schon wieder? Das geht mir doch jetzt wieder auf den Sack. Mann! Komm. Das ist jetzt echt nicht so schwer. So. Direkt bei der Geburt killen. Übrigens gerade die Aufgabe. Ein bisschen cursed auf jeden Fall. Ja, guck mal. Jetzt nicht da irgendwo hängen bleiben. Das ist ein Witz. Oh Gott. Wollte schon sagen, ey. Danke, dass du uns nochmal geholfen hast, Spyro. Du verdienst noch ein glänzendes Ding. Ich wollte es als Nachtlicht verwenden. Aha. Interessant. Oh, ich brauch nochmal deine Hilfe. Nee. So, mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. So edelsteintechnisch, aber ich glaube nicht, ne? Hätte ich ja vermutlich gesehen. Bei den Versuchen. Aber gut, dass wir das jetzt schon mal geschafft haben, auf jeden Fall. Ein bisschen anstrengendes Spiel. Wie gesagt, ich mag, das Spiel spielt sich halt wirklich gut. Auch heute noch. Aber es ist halt manchmal etwas klobig. Und gerade so schnelle Bewegungen sind im Spiel halt einfach nicht so leicht, weil Spyro zum einen diese Animation hat, die immer sehr lange dauert, ne? Und beim Rennen dann so umdrehen, so ist halt nicht so leicht, ne? Da ist das Spiel halt nicht so ausgelegt. Wenn man das dann halt in diesem Minispiel hier machen muss, dann so, kann doch schon ein bisschen Pain sein. Das war ja noch voll okay. Gut. Ja. Ganz viel Zeit haben wir noch. Guck jetzt einfach noch ein paar Meterchen hier. Leider ein paar Leben verloren bei dem... bei dem Spiel. Das nervt mich so ein bisschen. Finde ich ein bisschen suboptimal, möchte ich ganz ehrlich sagen. Aber so ist das halt manchmal, ne? Manchmal verliert man halt Leben. Hm. Geht jetzt erstmal weiter, oder? Ja, genau. Okay, 16 Stück. Wie viel habe ich jetzt theoretisch? 5. Haben wir es ja fast. Der ist da drüben sehr sass. Kann ich jetzt abknallen? Jo. Oh, gleich dreimal. Bei Spielzeitstreckung. Bam. Moin, Bruder. Du siehst aber aus wie ein Freund. Oder so. Okay. Entweder ist es irgendeine Aufgabe, die ich noch gar nicht getriggert habe, oder man muss jetzt einfach random Knochen sammeln. Auch ein bisschen rassistisch dargestellt mal wieder die Leute hier, ne? Knochen im Haar und so. Man kennt's. Shitty McAuer. Shitty McAuer.
Hier, speichere mich mal ab. Dann geht's mir nämlich gut. Bäh! Es ist auf jeden Fall eine größere Welt. So viel habe ich jetzt auch schon festgestellt. Eieieiei. Dann muss ich aber mal irgendwie hin. Das ist irgendwie das ein Lilana, aber so ein anderes Lilana, kann das sein? Sieht nur so aus. Okay, ich bin. Ah ne, ich bin da. Okay, nette Todesanimation, würde ich sagen. Hey, ich bin tot, aber nee, doch nicht. Und dann war ich tot. Okay, bevor das hier noch zu blamabel wird, würde ich sagen, beende ich jetzt diese Folge hier. Ich hoffe, es hat gefallen. Und beim nächsten Mal dann, ja, gucken wir uns mal hier weiter rum. Bis dahin. Ciao.